Wir kommen zurück bei Lufia 2. Letztes Mal hatten wir unser zweites Kapselmonster gefunden und das war Gordo. Gordo wie Gordo. Gordo, der allmächtige Gordo, der Kettenhund. Keine Ahnung, was das soll, aber es ist ein Kettenhund. Und ich nehme an, es ist Feuer, oder? Ich glaube schon. Das da ist B, nicht A. Idiot. Ja, es ist Feuer. Rasse Feuer. Und Stamm Kettenhund. Schauen wir mal weiter. Und ich hoffe dann einfach mal, dass unser netter kleiner Kettenhund es total bringt und alles vernichtet. Zumal, weil ich irgendwie es seltsam finde, dass die hier empfindlich gegenüber von Feuer sind. Also dann. Attacke, einfach drauf. Und machen wir einen direkten Stärkevergleich. Bam! So gefällt mir das. Okay, ich brauche euch nicht mehr. Ich brauche dich nicht mehr. Tia, wir haben eine nächste gute Idee bekommen. Und der ist irgendwie besser als du. Tut mir leid, ist aber so. Also dann. Ich habe ein gutes Gefühl, dass Gordo uns wirklich helfen wird. Und das ist verdächtig. Okay. Was ist links? Nix. Okay. Nächste Frage. Was ist rechts? Ein Gegner. Hallo Gegner. So. So, zack. Funke. Zack, zack. Zack. Zack, zack. Und wieso ist das jetzt am besten machen? Der hier tötet Maxim. So, da stimmen wir das einfach mal so aus. Also zuerst mal auf die 2. Dann haut Maxim den um. Dann haut der den um. Oder auch nicht. Okay, ich bin irgendwie auf einmal enttäuscht. Okay, das war eine schlechte Strategie. Ist also nicht aufgegangen. Also wirklich. Ich dachte, du wärst stärker. Also Maxim, der bringt es total. Ich mag Maxim. Die hat einen Nagel bekommen. Und seine Stärke geht weiter hoch, was positiv ist. Also Zeit für Rätsel. Wirf in die Lava die Steine aus Eis und der Weg ist nicht mehr so heiß. Was? Ah. Ich sehe schon, wie hier der Hase läuft. Okay. Aha. Und was ist hier unten? Etwas Verdächtiges. Nämlich nix. Hallo Gegner! Ich werde dich vernichten! Tod. Komm, tot. Raff. Tod, bitte. Vielen Dank. Sehr gut. Hacker. Gib mir Diamanten. Ah ne, wir sind nicht bei Zelda. Was ist hinter dir? Aha, ich sehe hier doch was. Und hier haben wir. Oh, perfekt. Nur spaßen müssen wir nicht. Keine Lust. Was ist hier? Und da? Immer alles schauen, ob nicht irgendwo hier. Was braucht unbedingt einen neuen Controller? Das ist das schrecklich. Das sieht aber aus Kombos. Aber darauf habe ich leider noch keine Lust. Hopp, zack. Aus dem Weg. Zack. Zack. Eine Feuerfrucht. Diesmal werde ich das nicht sofort verfüttern, weil es einfach nur bescheuert ist. Also. Schauen wir mal, ob da oben vielleicht noch irgendwas ist.
Sieht ja nicht wirklich danach aus. Aber schon mal interessant zu sehen, dass das auch so klappen kann. Vielleicht hier mehr hin. Aber man sieht hier wirklich überhaupt nichts. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es irgendetwas auf sich hat mit all den Kristallen hier, weil es sind einfach viel zu viele. Aber ich sehe jetzt noch nicht wirklich, wo zum Himmelsgott ich die benutzen könnte. Noch eine Möglichkeit wäre, einfach mal nach unten zu gehen. Aha! Auf dem Weg. Und es geht sogar auf. Ignorieren die mich? Okay. Wie zur Hölle soll das denn bitte klappen? So. Und dann so. Nicht ganz. Warte mal. Also, ich nehme den hier und setze den jetzt hier hin. So. Und den hier hin. So. Und jetzt. Aha. Okay, ich habe verstanden. Jetzt sollte ich es eigentlich beide erreichen können. So. Eine Aquapolze. Perfekt. Da freut sie es aber. Tja, und ein Turnhelm. Ich nehme an, der ist für Maxim oder für Guy. Aber ich glaube, den geben wir Guy. Hier hast du eine kleine Aquapolze. Turnhelm. Was macht denn der Turnhelm? Wenn du ihn trägst, bist du schnell Sonic. Ist hier die Angriffskraft des Gegners um 1,8. Und das erhöht die Abwehr und den Mut. Ja, den können wir ruhig ihm hier geben. Der freut sich drüber. Nicht wahr, Guy? Bist du jetzt froh? Damit du ja, obwohl. Wie kann er froh sein, wenn er jetzt einfach schneller Sonic wird? Überraschungsangriff, bla bla bla. Du kannst mich auch mal überraschen. So, zeig, was du drauf hast, Guy. Du bist nicht Guy. Komm, Guy, bar, 90 Schade. Und los geht's. Die Wasserpeitsche ist nicht wirklich der Bringer, aber nein. Cool. Sollte ich nicht einfach ganz verrückt sein und einfach die besten Sachen immer maximieren? So, so, so. Du bekommst ja Feuerholz, Federrüstung. Kraftarmband oder Holz? Kraftarmband. Mehr Schaden. Noch mehr Schaden. So, ja, Satellit will. Kukri, Kamo-Rüstung, Holzschild. Satellit. Naja. Passen wir einfach mal.
Vielleicht ist er jetzt ein bisschen schneller, weil das, was mir Sanji am meisten gerade nervt, ist einfach... Er ist so verdammt langsam. Das nehmen wir einfach mal. Dann zeig mal, was du drauf hast, Vieh. Vor den Gegnern. Ist ja eigentlich so gesehen gut. Was ist von Pekus? Was macht das? Haha! Magieabwehr vor dem Wind! So, Maxim, wie viel machst du? Oh, geht ja so. Passen wir mal ab. Falls wir jetzt sterben. Weil ich glaube, es zu wagen, mir jetzt anzusehen, was... Okay, dann halt nicht. Okay, wir brauchen Schlüssel. Und der Schlüssel ist keine Ahnung wo. Aber ich glaube schon, dass es hier... Kann es vielleicht. Nee. Aha, bin ja so dumm. Wie der denn? Hallo, ich warte auf dich, komm hoch und dann bekommst du Haue oder was? Bam, 175, so gefällt mir das. Maxim vor der Wind. Aber jetzt habe ich noch viel Mitleid mit G. Mal, weil er überhaupt nicht der Beweglichkeit-Typ ist. Ah, ich glaube, ich rüste das trotzdem nochmal um. Gefällt mir noch nicht ganz. Feuerdolch bekommst du aber. Federrüstung. Kraftarmband. Erhöht Abwehr und Intelligenz. Das können wir wirklich nicht, ihm geben. Ehrlich gesagt. Okay, ich brauche noch ein Holzschild. Satan für dich. Jaguarin kannst du rücknehmen. Und Adlerstein. Du bekommst den Pferdestein. Du bekommst auch den Zornhelm und das Holzschild und die Kammerrüstung und das Kukri. So. Zack. Und dann suchen wir mal nach dem Schlüssel. Also dann, hallo, Schlüssel? Ich bin weg. Nein! Wieso? Funky? Komm, ja, perfekt. Dort. Dort. Oh mein Gott. Der Kettenhund bringt es irgendwie noch nicht ganz. Vielleicht sollte ich ihn mehr füttern mit, ich weiß nicht, Feuerdolche. Der Feuerfrucht wäre vielleicht auch eine Idee, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich die brauche, weil sobald ist alle, also sobald ich ein bestimmtes Kapselmonster vollgelevelt hat, braucht er auf einer bestimmten Stufe. Soll ich eine Frucht, um auf die beste Stufe zu kommen? Kampfmesser habe ich nicht. Hallo Tür. Hallo Schlüssel. Are you freaking kidding me? Oh, ich verstecke einen Schlüssel direkt hinter einer Tür, die sowas von offensichtlich versteckt ist hinter einem Gebüsch. Oh mein Gott, ich bin ja so klug, darauf kommt niemals einer. Ich glaube, ich werde einfach jetzt diese Folge überziehen und den Bus noch schnell machen. Weil das ist mir zu doof. Aus dem Weg, her kommt Maxim, der Dämonenjäger. Auch das hier. So, auf Wiedersehen. Ich habe keine Zeit. Haha. So. Zack. 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 Weiß man. Ja. Und dann sehen wir mal, was der Gegner für uns birgt. Willst du mich verarschen?
Schau nur, Maxim, der Apfelrubin. Okay, hat es. Haha, da sind wieder ein paar Idioten auf den Rubin reingefallen. Leckerer Nachtisch. Hallo, Tarantula. Erstmal wollte ich dich schon immer was fragen. Nämlich, ob du... Feuer magst. Beziehungsweise... Magst du vielleicht Wasser oder Blitz? Kleiner Test. Wasser, 137 haben. 37, 30. Feuer, 440. Okay, Feuer ist effektiv gegen den. Glaub ich mal. Jo, Feuer. Also, drauf. Funke. Obwohl. Der macht auch derbe Schaden, oder? Kann man nicht ja perfekt für den, habe ich jetzt gerade bemerkt. So, kleiner Geistesblitz. Bam. Oh Gordo, was machst du? Oh mein Gott, das bin ich, hab Angst. Ich muss flüchten. So. Und was bringt die in der Erhöhung? Ah, nicht viel. So, eine kleine Erlösung auf Gi. Und ja, braucht Leben. Auf jeden Fall, sofort. Das macht einfach mal ein Stark auf Tier. Was bringt nochmal Raserei? Ja, wieso nicht? Stark! Haja! Warte. Willst du mich verarschen? Funke auf beide. Und du hast keinen Zorn mehr übrig. Bam! Auf Wiedersehen. Ach, na, oder so. Eine Giftschauer. Das tat immer sehr weh. So. Das macht uns sehr wütend. So. Und, okay, dann halt nicht. Stark auf dir. Kampftrank auf Maxim und eine dicke fette Feuerwelle auf die Spinne drauf. Bin ich froh, dass wir den Feuerdolch haben. Wie wäre es vielleicht? Mit dem hier. Eine kleine Abwehrerhöhung würde vielleicht viel bringen. Was? Stark, stärker. Okay, das war eine Heilung. Aber kleine Spinne, du hast doch überhaupt keine Chance. So, Erlösung auf Gi, weil er irgendwie Angst hat oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wer... Ja. Weißt du, was ich zu deiner Verstärkung halte? Tod. Vernichtet. Und weiter drauf. Bam, tot. Ja, 4250 Erfahrung, 5364 G
GM, also Goldmünze, und Maxim haben dann bekommen mehr Leben, mehr Magiepunkte, mehr Beweglichkeit, mehr Intelligenz, mehr Magieabwehr. Tia hat auch ein Level bekommen. Mehr Leben, mehr MP, mehr Stärke, mehr Beweglichkeit, mehr Intelligenz und mehr Magieabwehr. Und Gi hat auch ein Level bekommen. Mehr Leben, mehr Stärke, mehr Beweglichkeit, mehr Intelligenz, mehr Magieabwehr. Und Gold hat nichts bekommen, weil er ein Idiot ist. Maxim, der Rubin ist etwa im Kampf zerbrochen. Warte mal, ein Rubin zerbricht doch nicht so einfach. Was geht ab? Wie, was geht ab? Keine Ahnung. Ich will den mitnehmen. Hier hinten ist nix. Was machst du hier? Stück! Das und vieles mehr in der nächsten Folge von Lufia 2. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Und falls Leute mir jetzt erzählen wollen, dass ich zerfahre, das habe ich auch schon so bemerkt. Also dann Leute, auf Wiedersehen.